Hallo zusammen, hi everyone. Von meinem letzten Video habe ich ziemlich viele Farben noch übrig. Ich dachte gar nicht, dass das so viel übrig bleibt. Aber gut, darum habe ich mich entschlossen, jetzt nochmal ein Bild machen mit 50 auf 50 Zentimeter. Ist der Keilrahmen. Ich möchte einen Baby Flip Cup machen, also einen kleinen Flip Cup, möchte eine Swirl Technik drumherum und in die Ecken will ich zählen. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Okay, from my last video, I got many paints over there and then I make a picture too. This canvas is 50 to 50 centimeter and I want to make a baby flip cup in the middle. I want a swirl technique and in the corner make cells. Okay, let's do this. Also fangen wir an, starten wir. Wie gesagt, Baby Flip Cup mit diesem kleinen Becher, with this little cup. Okay, I think I make light colors. Ich denke, ich mache helle Farben. Ein bisschen Silikon. A little silicone, ein Spritzer reicht. Noch ein Spritzer. One more silicone. Gelb ist enough. Also gelb ist genug, denke ich mal. Yellow ist enough. Okay. Jetzt schauen wir mal, wo die Mitte ist. We look where the middle. I think here. Yeah, nice. Ich denke mal, das ist gut im Idee. So. Dann brauche ich natürlich noch Becher. Ja, ist zu leicht, ne? Oh, come on. Okay, no problem. Dieses hier mache ich jetzt ohne Silikon. Dark. Aber ein bisschen weiß rein. A little white in there. Okay. What's up? Okay. So. Okay. Könnt ihr sehen? You can see it. Gar nicht so einfach, not easy.
Okay. Push der. Also ich drücke das jetzt erstmal hin. Okay. Wir lüften das Geheimnis. Lüftet ab. Gut. Wir lassen es ein bisschen laufen. We'll let it flow a little. Und dann versuche ich es wieder in die Mitte zu bringen. Okay, bring it in the middle. Yes? Yes. Denk mal, ist okay. Gut. Sieht gut aus? Looks like good. Now, one more cup, noch ein Becher. So, jetzt habe ich vier Becher hier. I got four cups. Na, warte mal, ich kann eigentlich gleich überall Silikon reinmachen jetzt. I can do it silicone in there. Und in schwarz und weiß auch. Und black and white too. Okay. A little shake. Oh, that's enough. Also ihr seht da außenrum, seht ihr, Silikon vermischt sich mit. Das Silikon mixet. Are there colors? Are the colors on the outside? Okay. Yeah, I think I make it blue and green. Also ich mache mal hier blau und grün. Und pink. Ein bisschen weiß. Und hier das helle Blau, the light blue, the yellow, little dark blue, the rest of the color, also das ein bisschen schwarz rein, a little black, a little white. Ein bisschen weiß. Shit, not good. Das ist schade. Finde ich nicht gut. Sollte nicht passieren, aber passiert halt. Okay.
ein bisschen Grün rein. Na egal. Wird schon gut werden. I think looks like good. Okay, okay, okay. The color was empty. Ah, die Farben waren, sind jetzt leer. Shit. So, wie dass ich noch genug Farbe habe. Schwarz habe ich noch ein bisschen. Take a little black. Ja. Also ich baue noch ein bisschen Schwarz rein für den Kontrast. For the contrast. Nice. Okay, alles leer. Fast. Ich mache jetzt im Prinzip die ganzen Farben leer. Und make the color empty. Okay. Gut. Jetzt hoffe ich, dass das reicht. I hope that I had enough color. And then we started. Okay, lass uns loslegen. One. Eins. Two. Oops. Zwei. Three. Shit. Okay. Drei. Vier. For the last one. Look at that. Alles sieht richtig genial aus. Okay. Jetzt warte ich schön, bis die Farbe runtergelaufen ist. A wipe comes the color down. But I think it's okay. Also ich denke mal, das ist schon gut so. Dann lüften wir das Geheimnis. We lift up. Okay, okay. Ich hoffe, dass die Farbe reicht. I hope the color was enough. Gut. Bisschen mit dem Heißluft füllen. A little bit of heat gun for the cells. Für die Zellen. Yeah, we can make pixels. Also wir können große Zellen machen. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das hinbekomme. Okay, dann. Okay. Look at that. Wahnsinn. Da müsst ihr jetzt halt aufpassen, wenn du es zu arg laufen lässt, verlaufen die ganzen Zellen wieder. When you let flow the cells too much, they goes down. That's a difficult project. Also so ein schwieriges Projekt ist, was ich hier habe. Weil ich die ganzen Farben zusammenbringen muss.
Ja, aber das seht ihr ja, ich darf es nicht so arg laufen lassen, ne? Don't flow too much. But it's okay. Puh. Alles sehr schwierig. It's very difficult. Okay. Okay, jetzt hoffe ich im Prinzip, dass ich mit dem Heißluftföhn da noch die Zellen wieder rausbekomme. Aber das seht ihr halt das beste Beispiel, dass es, wenn es zu arg verlaufen lässt, dann gehen die Zellen wieder kaputt. I hope you can bring cells back with the heat gun. Yeah, it can, you can look when you let it flow too much, then breaks the cells. Okay, bring it a little in the middle. So. Und nun mit dem Heißluftföhn, wo ist der Heat Gun? Und da beten wir mal, dass es funktioniert. We pray that it works. Ja, seht ihr hier? Seht ihr hier, wenn ihr den Rahmen nicht vorbehandelt, dann entstehen hier teilweise so Silikonlöcher. Und deswegen streiche ich den Keilrahmen eigentlich immer vor, schon mal mit einer Acrylschicht. When you don't prepare the canvas with one acryl paint, then comes holes from the silicone. That's not good. Okay.
denke mal, das arbeitet jetzt noch ein bisschen nach. Der Works after the Hit Gun. Und dann denke ich mal, ich zeige es euch in circa 5 Minuten. I come back in 5 minutes and you can look from near. Also ihr könnt es mal auf dem Arm sehen. Und ich lasse es jetzt einfach kurz einwirken. Und dann schauen wir mal. Dann bis gleich. See you in one second. So Freunde, ich bin zurück. I'm back. Jetzt könnt ihr wirklich sehen, wenn man die Silikonzellen zu arg laufen lässt, dann verschwinden sie halt wieder. Aber ich finde, das Bild hat trotzdem was. You can see it when you let flow the cells too much, then breaks the cells. Okay. But I think the picture has in spirit touch. I like this area. Also ich mag diesen Teil hier auch recht gut. Jetzt könnt ihr auch sehen, das was ich vorher schon erwähnt habe, wenn ihr den Keilrahmen vorher nicht vorbehandelt, dann seht ihr wie so kleine Silikonlöcher. Ich meine, wenn es getrocknet ist, fällt es dann nicht mehr so auf, aber es sieht halt etwas, also ich mag es nicht. I don't like this. When you don't prepare the canvas with acrylic, you have silicone holes and I don't like this. When it dry, you see not so too much, but yeah, no, I don't like it. See it out here, you can see it, here, this one, this area, this. Huh? Also nicht schön, not good. Aber ich finde, das Bild hat trotzdem was. Ich denke mal, vor allem wenn man es von weitem anschaut. I think the picture was nice. It's okay. Gut. Das war's dann wieder. Ich kann es euch ja dann mal zeigen, wenn es getrocknet ist. You can see it when it dried. Und dann hoffe ich, dass euch auch wieder gefallen hat. Wenn ja, gerne einen Daumen hoch. Schreibt mir in die Kommentare, war mal wieder was anderes, mal ein Versuch. Und dann denke ich mal, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Okay, I hope you enjoyed you. Hope you like it. And this was another test. But I think the picture was nice. Write me in the comments, give me a like and see you next time. Bye. Also macht's gut. Tschüss.